Nachdem wir in der letzten Folge nun die Software installiert haben, können wir heute den Schaltplan erstellen und einmal eine Gleichstromanalyse durchführen. Du findest nach der Installation links unter alle Programme einen Ordner OrCAD 16 Demo. Das ist der Ordner, in dem die Software installiert worden ist. Und dort startest du das Programm OrCAD Capture CIS Demo. So, er startet die Software. Ich bringe sie mal auf die richtige Größe, damit man das entsprechend auch im Fenster sehen kann. So. Und in diesem Programm kannst du nun Schaltpläne erstellen, Simulationen durchführen und so weiter. Zunächst einmal legen wir ein Projekt an unter File, New und dann Project. Und dann geben wir dem Projekt einen Namen. Wir nennen das mal Gleichstromanalyse. Und nehmen ein Analog Mixed AD. Das ist genau das, was wir machen möchten. Man hat im Prinzip auch noch mehrere Dinge zur Auswahl, die man mit diesem Programm machen kann. Aber wir möchten das Programm verwenden, um Schaltungen zu simulieren. Okay, Location kann man ein Verzeichnis auswählen, in dem man seine Projekte ablegen möchte. Ich lasse das hier mal bei dem Default-Vorschlag und sage okay. Und wir möchten ein komplett neues Projekt machen. Okay. So, wir haben vielleicht eben ganz rechts schon kurz gesehen, dort ist eine Leiste aufgetaucht, die verschwindet manchmal wieder. Das ist wohl mehr ein Bug als ein Feature des Programms. Wenn man einmal auf den Schaltplan klickt, dann erscheint hier rechts auch wieder die Auswahlliste der Komponenten, die man einfügen kann. Wir fangen mal mit einem einfachen Schaltplan an. Hier oben haben wir eine Möglichkeit, Bauteile zu platzieren. Place Part. Ich drücke da mal drauf. Und dann haben wir letztendlich eine Auswahl verschiedener Libraries, also Bibliotheken zur Verfügung, in denen wir diese Bauteile finden. Diese Libraries mit E am Anfang, das sind die europäischen Libraries, die mit dem Buch mitgeliefert und installiert worden sind. Ich wähle das mal nur mal eSource aus. Dort haben wir verschiedene Quellen zur Verfügung und wir nehmen mal eine Quelle, eine Gleichspannungsquelle, die heißt hier VDC. Dort sieht man die Gleichspannungsquelle, ich drücke mal auf OK und platziere die Gleichspannungsquelle einfach mal hier rein. So, ich scroll mal ein bisschen rein, damit das alles ein bisschen größer aussieht. So. Dann wählen wir noch ein paar Widerstände aus. Das heißt, wir gehen wieder auf den Punkt Place Part und nehmen dann die Bibliothek eAnalog. Und da sieht man, welche Bauteile wir wieder zur Verfügung haben. Wir möchten einen Widerstand haben, ein R. Okay, und können dann mit der rechten Maustaste diesen Widerstand auch rotieren lassen, sodass er quasi senkrecht dort steht. So, da haben wir einen Widerstand platziert. Wir haben einen weiteren Widerstand an unserem Mauszeiger hängen, sodass wir auch einen zweiten Widerstand mal platzieren können. Ich mache das auch mal. Mit der linken Maustaste wird er entsprechend gesetzt. Und mit Escape kommen wir wieder aus diesem Menüpunkt heraus. So, wir haben eine Spannungsquelle, wir haben zwei Widerstände, damit könnten wir schon den ersten Stromkreis aufbauen. Das können wir hier mit diesem Punkt Place Wire, können wir jetzt Verbindungen ziehen. Das heißt, ich klicke mit der linken Maustaste mal hier drauf, gehe hier hoch, gehe nach rechts, klicke hier nochmal oben drauf und verbinde das mit dem Widerstand. Klicke hier nochmal drauf, verbinde das mit dem
Widerstand, klicke da nochmal drauf, gehe wieder unter die Spannungsquelle und verbinde das mit der Spannungsquelle. Mit Escape komme ich wieder aus diesem Menü heraus und kann jetzt den einzelnen Bauteilen auch entsprechende Werte geben. Die Spannungsquelle hat einen Wertwert von 0 Volt. Das kann ich ändern, indem ich hier auf diese 0 Volt einmal klicke und sage, okay, das sollen jetzt 12 Volt sein beispielsweise. Okay. Das Ganze gleich kann ich auch mit den Widerständen machen. Ich nehme diesen oberen Widerstand einmal und sage, der soll einen Widerstand von 3 Kiloohm haben. Okay. Und so haben wir jetzt einen Stromkreis mit einer Spannungsquelle von 12 Volt, einem 3 Kiloohm Widerstand, einem 1 Kiloohm Widerstand. Und damit PSpice rechnen kann, benötigt PSpice ein Bezugspotential. Und dazu setzt man hier auf Place Ground eine Masse. Ich nehme mal gerne diese Masse hier. Oh. Und platziere sie im Prinzip da einfach unten an den negativen Anschluss der Spannungsquelle. So, damit wäre unser Schaltplan im Prinzip schon fertig und wir könnten jetzt diese Schaltung simulieren. Dazu müssen wir zunächst einmal eine Simulation definieren. Das macht man hier über diesen Punkt, New Simulation Profile. Das heißt, ich erstelle zunächst einmal ein neues Simulationsprofil. Ich gebe dem Simulationsprofil einen Namen. Eine Gleichstromsimulation beispielsweise. Simulation. Create. Und dann habe ich die Möglichkeit gleich verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Ich möchte eine Gleichstromsimulation machen und diese Gleichstromsimulation heißt Bias Point. Bias Point heißt so viel wie, ja, wie Arbeitspunkt. Das heißt, dort werden keine dynamischen Vorgänge betrachtet, sondern es wird einfach nur geguckt, in welchen Arbeitspunkt geht diese Schaltung. Das heißt, ich wähle hier Bias Point an. Die anderen Simulationstypen, Analysetypen, die werden wir uns in den nachfolgenden Videos auch einmal anschauen. Also ich wähle hier Bias Point aus und damit bin ich im Prinzip auch schon fertig. Und ich kann dann anschließend die Simulation starten. Das heißt, ich kann dieses PSpice, das Simulationsprogramm nun starten. Ich drücke einmal drauf. Und dann simuliert PSpice letztendlich die Schaltung. Rechnet im Prinzip einmal durch, welche Werte denn dort als Arbeitspunkt eingestellt werden. Ich mache das mal klein. Und diese grünen Fenster hier zeigen mir letztendlich die einzelnen Potenziale an. Die kann ich auch ausschalten, indem ich hier auf dieses V gehe und wieder ausschalte. Und mit V kann ich das entsprechend wieder einschalten. Wir hatten hier unten hatten wir ein Potenzial von 0 Volt definiert. Und deshalb ist es auch richtig und auch nachvollziehbar, dass hier ein Potenzial von 0 Volt angezeigt wird. Hier oben haben wir eine Spannungsquelle, das heißt, wir haben hier oben ein Potenzial von 12 Volt und dazwischen haben wir einen Spannungsteiler, R1 mit 3 Kiloohm, R2 mit 1 Kiloohm, also 4 Kiloohm insgesamt. Drei Teile der Spannung fallen hier oben an dem oberen Widerstand ab, ein Teil der Spannung an dem unteren Widerstand, also insgesamt 4 Teile, 12 Volt geteilt durch 4 sind 3 Volt, ein Teil fällt hier unten ab, also haben wir oben ein Potenzial von 3 Volt und die restlichen 9 Volt fallen hier oben ab. Gut, das wäre schon mal die erste Möglichkeit, eine Schaltung aufzubauen. Ich zeige dir gleich einmal unter dem Video nochmal eine kleine Aufgabe, die du dann entsprechend umsetzen kannst.
für eine Gleichstromanalyse in PSPICE.